Ja, Leute, herzlich willkommen zur Socialyse, dem wöchentlichen Social Media Rückblick der Fußballhelden. Wir fangen gleich an. Viel Spaß. Absolut fertig. 3 von 3, nie wieder Schule. Was ist damit gemeint? Richtig, Jan Fiete Ab hat jetzt seine letzte Abiturprüfung geschrieben. Jetzt hat er also wieder Zeit, sich voll auf den Abstiegskampf mit dem HSV zu konzentrieren. Ich weiß zwar nicht genau, was Balotelli zu seinem Bruder sagt, es ist auf jeden Fall verdammt lustig. Jutti. Weniger lustig für Balotelli ist das, was sein Teamkollege Dante mit ihm anstellt. Im Training gibt er ihm einen schönen Panner und teilt das natürlich gleich mit uns in seiner Story. Autsch. Ja, und David Beckham hatte diese Woche Geburtstag. Viele Fußballer wie Thiago Silva oder auch Ronaldinho haben ihm gratuliert. Doch was wünscht man sich als Fußballer, wenn man eigentlich schon alles hat? Einen Weinkoffer von Louis Vuitton. Praktisch. Keine Ahnung, wie man auf eine Adams-Apfel-Challenge kommt. Jesse Lingard hat auf jeden Fall genau das getan und hat sich mit einem Kumpel gechallenged. Ich würde sagen, der Sieg geht klar in ihn. Verrückt, was man mit seinem Adamsapfel alles anstellen kann, oder? Ja, und es war nicht die Woche der Bayern und es war auch nicht die Woche von Sven Ulreich. Auf Instagram hat er sich jetzt nochmal geäußert und sich entschuldigt. Doch seine Teamkollegen wie Boateng oder James sprangen ihm gleich zur Seite und kommentierten das Foto. Respekt. Man gewinnt zusammen und man verliert zusammen. So wollen wir das sehen. Und wir bleiben bei Bayern gegen Real. Arturo Vidal war mal richtig on fire. Vor dem Spiel setzte er CR7 kurzerhand einen Scheiß-Emoji auf den Kopf und anschließend beschwerte er sich über den nicht gegebenen Handelfmeter. Was meint ihr? Zu Recht? Ja, und auch in Sachen Style war diese Woche wieder einiges geboten. Miki Batshuayi flext hier ganz locker am Flughafen in seinem Gucci-Tracksuit. Und auch die Schuhe sind nicht von schlechten Eltern, eine Kollabo zwischen Vans und Off-White. Skrrr! Ganz vorne mit dabei in Sachen Style ist natürlich auch Jesse Lingard. Hier zeigt er uns den Surfergruß, ganz lässig in Bomberjacket von Louis Vuitton. Nice. Und das war's auch schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns ein Like da. Wenn ihr wollt, sehen wir uns nächste Woche wieder bei der Socialyse. Bis dahin, ciao.